Und damit herzlich willkommen hier beim zweiten Video schon für heute. Denn ich habe mir einfach mal gedacht, ich muss heute einfach noch ein zweites Video raushauen. Denn ich wollte ja eigentlich schon vor ein paar Tagen was über Twitter-Trends erzählen. Und da ich ja täglich aktiv auf Twitter bin, wie ein Verrückter, habe ich mir gedacht, ich muss mir dieses Video einfach heute geben. Ich muss es einfach für euch machen. Ich muss euch das einfach mal zeigen. Weil manchmal frage ich mich, wo leben wir ja eigentlich? Und zwar seht ihr jetzt hier schon die momentanen Trends, die jetzt gerade zu dieser Zeit aktuell sind. Und ja, seht ihr ja schon, was hier so steht. Hier Hashtag Kopfkino, Hashtag Betreuungsgeld, Hashtag dies, Hashtag das, AntiApes. Ach, AntiApes ist auch wieder in den Trends. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir gehen es einfach mal kurz durch. Wie ihr seht, der erste Hashtag wurde schon bereits gesponsert von TUI Deutschland und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was da so steht. Ich habe noch nicht überall reingeguckt. Ich bin das einzige Mal, war ich jetzt kurz auf Kopfkino und Betreuungsgeld. Aber man muss sich das einfach mal geben. Man muss sich das mal zu Kopf führen. Ich habe schon gerade eine Mitteilung. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rauf. Wir gehen erstmal auf Hashtag Kopfkino. Mal gucken, was da jetzt erstmal kommt. Einfach mal so im Allgemeinen mal rüber zu gucken. Dies und das. Video anschauen, Fortsetzung ausdenken und deinen eigenen Urlaubsdreh gewinnen. Hashtag Kopfkino ist ja eigentlich eine ganz witzige Sache, weil Urlaub kann ja eigentlich immer jeder gebrauchen. Ich denke mal, da werde ich nicht so der Einzige sein, der so denkt. So, gehen wir ein bisschen weiter runter. Muss chronisches Kopfkino eigentlich behandelt werden? Bla 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 bla. Und dann sehe ich jetzt hier, wie Ed Bibis Beauty wohl als Frau aussehen würde. Hashtag Kopfkino. Es sind immer so die gewissen Leute, die immer so diese gewissen Tweets verfassen. Das ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Richtig arm ist, wer sich noch nicht einmal Kopfkino leisten kann. Oh mein Gott, Hashtag Kopfkino, was habe ich verpasst? Hab eine Frage an euch. Wie ist das mit so einem Partner? Was fressen die so? Und viel wichtiger, wie alt werden die eigentlich? Das ist auch so die Frage des Tages. Dreh dich mal. Okay, bleib so. Sehr schön. Wenn ihr sehen könntet, was ich sehe. Hashtag Kopfkino. Hüpfen wir mal also in den nächsten Hashtag, und zwar ist das Betreuungsgeld. Ich finde eigentlich solche politischen Themen, die auch für die allgemeine Gesellschaft sehr wichtig sein können, die für uns alle später auch für die Zukunft wichtig sein können, finde ich eigentlich immer interessant, dass sowas in den Trends ist, weil es ist manchmal so echt was viel Sinnvolleres, als wenn ich mal so andere Trends hier sehe. Ich möchte gar nicht unbedingt weiter runter gucken. Damit können alle was anfangen und damit sind auch vielleicht später mal genug Leute hier von der jüngeren Generation betroffen und deswegen finde ich eigentlich immer sowas, das gibt einfach mehr praktischen Nutzen. Hier hat man auch dementsprechend die Möglichkeit, sich allgemein über das Thema zu informieren, über verschiedene Beiträge, die man sich durchlesen kann und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist eigentlich immer so das, was ich auch ebenfalls interessant finde als so manch anderen Kram, weil es gibt einfach zu viel, wo man sich so denkt, oh mein Gott, warum habe ich mir das gerade angeguckt? Warum habe ich dafür 20 Sekunden meines Lebens verschwendet und. Der nächste Hashtag, dabei ist es kein richtiger Hashtag, hat jedenfalls was mit Fußball zu tun und damit kenne ich mich sowieso nicht aus. Deswegen werden wir es einfach mal lassen. Alle Fußballfans können das ja gerne weiterhin verfolgen. Ich wollte jetzt einfach mal eher auf die allgemeinen Hashtags eingehen. Der nächste Hashtag ist AntiApes. Was können wir uns da wieder angucken? Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich viele interessante Fragen finden. Der nächste allgemeine Hashtag ist hier Hashtag MeetMeSammy. Ich denke mal, da wisst ihr, wen ihr treffen könnt. Und das ist bestimmt eigentlich auch ganz interessant. Ich meine, es gibt ja sehr viele Leute, die ihn irgendwie haten, aber weiß ich auch nicht irgendwie. Es gibt gewisse andere Leute, wo man sich einfach so denkt, so muss das jetzt sein. Aber ich finde, er ist irgendwie noch einer wirklich, der viel macht auch außerhalb von YouTube. Ganz unten finden wir jetzt mal den Hashtag FCB. Da gucken wir auch nochmal jetzt kurz rein. Vielleicht haben wir noch irgendwas Interessantes für mich, aber ich denke mal, also Sport, ich bin allgemein überhaupt nicht so der Fußballfan. Tut mir leid, wenn ich da nicht so mithalten kann. Ich bin einfach nicht dieser Fußballfan. Ich war es auch irgendwie noch nie und ich werde es, glaube ich, auch nie sein. Deswegen interessieren mich auch diese allgemeinen Hashtags, die jetzt über Sport bzw. Fußball zu tun haben, nicht wirklich viel. Wir haben hier noch einen Hashtag, da gucken wir mal kurz rein, was der uns dazu bieten kann, ob es jetzt auch was Wichtiges ist. Ist das für mich relevant? Ist das für euch relevant? Denke mal, was ist denn das? Ich glaube, wenn ich das öfter machen würde, diese Hashtags immer genauso durchzugucken, dann
ist man irgendwann verstört. Deswegen bedanke ich mich jetzt trotzdem fürs Zuschauen und wenn ihr diese Hashtags auch manchmal ein bisschen merkwürdig findet, beziehungsweise auch die Fragen an die YouTuber, dann könnt ihr mir das wie auch immer in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt es mir per Hashtag bei Twitter oder lasst es lieber, weil dann stehen wir auch irgendwann da drin und dann haben wir genau das gleiche Problem. Und dann sind wir kein Deut besser. Ach, sind wir so kein. Ach, sind wir eigentlich besser? Ganz ehrlich, wir stellen doch selber komische Fragen. Egal, wenn es Twitter ist. Ich meine, ich äußere selber komische Tweets manchmal. Ich bin doch auch nicht besser. Ich bin doch genauso schlimm. Tschüss.